C64. Ich mache dieses Video nochmal neu, weil es hat heute nicht geklappt. Und ich hoffe, es klappt jetzt wegen der Kamera, wegen der hier. Und mir mehr Kartenfehler angezeigt, obwohl die Karte ist voll in Ordnung. Ich habe sie getestet, es hat fast 2 Stunden gedauert. Und zwar soll es mir darum gehen, diese Floppies, oder diese Floppies, die hier, diese Teile, die kann man speichern als Disk Image. Man braucht dafür eigentlich ganz spezielle Hardware im PC, um dass der das lesen kann. Beim Amiga genauso, da braucht man auch einen speziellen Controller für, dass der diese Disketten lesen kann. Nun gibt es aber noch eine andere Methode, wie das funktioniert. Und das wollte ich euch gerne zeigen. Und als erstes wollte ich euch zeigen, was auf der Diskette drauf ist. Das ist die Demo-Diskette. Ich weiß schon, was drauf ist. Dass wir die nachher als Image speichern und auf dem Emulator auch also benutzen können. Mein Gott, ich kam nicht drauf. Genauso wie die hier. Das ist auch eine Originale. Der Sinn dahinter ist eigentlich, diese Disketten gehen irgendwann kaputt. Und dann sind die Daten unwiderruflich weg. So, bei der Diskette, da habe ich schon was gemacht, das funktioniert aber nicht. Das zeige ich euch nachher gleich noch. Ich möchte gerne nur zur Demonstration hier ein Image von ziehen, damit ich euch auch zeigen kann, dass ich das zurückschreiben kann, dass man hier auf der Diskette, also würde ich diese doppelt haben. Das habe ich schon gemacht, vor diesem Video habe ich ja schon mal eins gemacht. Da ist auch schon was drauf, das funktioniert aber nicht. Und jetzt zeige ich euch auch warum, und ich denke mal, das ist ein Kopierschutz. Und wie ich den in Anführungsstrichen umgehe, weiß ich selbst noch nicht. Ist ja eigentlich auch nicht richtig, dass man den umgeht. Aber bei dem alten Zeug eigentlich nötig. So, ich habe ja schon mal die Diskette eingelegt, diese Demo-Diskette zu dem Laufwerk von dem Amiga, Commodore C64. Ich lade mal kurz das Inhaltsverzeichnis. Das hat er nicht getan. Tun wir es noch mal. Ja, also den Bildschirm seht ihr. Seht ihr ja. So, List. Jetzt mache ich mal ran, Stopp. So. Steht schon Frosch, Synthesizer und so weiter. Das sind alles so Beispielprogramme. Weil das mit dem einen Emulator so ist, dass der die Auto gleich ladet und ich mit diesem Emulator gar keinen Diskettenwechsel machen kann. Sprich, wirklich ein Spiel spielen, wenn der dann sagt, lege Seite 2 an und ich packe dann Seite 2 in den Emulator, fängt er an, sich zu resetten und macht das wieder von vorne. Das ist zu blöd. Deswegen mag ich auch Emulatoren in Anführungsstrichen nicht so besonders. So, wir wollten das ja mal laden. Das war verkehrt. 8,9. Das nennt sich da Frosch. Das Video wird jetzt ja auch wieder ein bisschen was länger. Stelle gehen und dann ran. Und ja, mach. Ja, mach. Skill Level 0. So, und dann sieht man schon, das ist ein Spiel, das funktioniert auch. Ich habe jetzt bloß keinen Controller dran, um es spielen zu können. Aber das funktioniert. Das werde ich auch auslesen, das Ding. So, das funktioniert. Hit Q. Wie geht denn das? Oh je. Der hat kein Reset. Ja, muss ich ihn ausmachen. So, nimm schon mal die Diskette raus.
Sag nochmal, das war die hier, das ist diese Demo-Diskette. Lauffähig auf den Diskettenlaufwerken sowieso, sowieso, sowieso. Eigentlich auch für den Plus 4, aber darum geht es mir ja gar nicht. Ach so, jetzt packe ich die rein, das ist die Diskette zum Sonderheft. Disketten kann man ja auch kopieren, ist ja nun nicht das Problem. Aber es geht ja darum, das als Image zu speichern. Und sich wegzuspeichern, wegzulegen, falls die Disketten mal irgendwann nicht mehr gehen. Dass man sie auch zurückschreiben kann. Darum geht es mir ja auch, dass man auch so ein Image wieder zurückschreiben kann. So, dann laden wir das mal wieder. Ich mache das mal so. Da steht Disc Loader, Adventure, Rock'n'Roll Fahnder. Und wenn ich jetzt eine die direkt lade. Sollte sich bald mal was tun. Dann kommt so ein Menü. Dann kann ich Rock'n'Roll fahren da spielen und Circuit und so weiter und so weiter. Da wäre ich jetzt schon auf Seite 2, also müsste ich diese Diskette umdrehen. So, Puzzle Master und so weiter. Jetzt habe ich Puzzle Master ausgewählt. Ja, bitte umdrehen. Bitte Disk wenden. So, ich habe jetzt die Disk gewendet. So, und da fängt es nämlich schon an. Das Laufwerk blinkt. Die Diskette ist da schon nicht mehr lesbar. So, dann hatte ich ja einmal ein Video gemacht zum Diskettenreinigen. Jetzt gucke ich mal hier, wie die aussieht. Also ich kann jetzt hier nichts Ungewöhnliches darauf sehen. Aber das ist das Problem an den Sachen. Diese Seite, die wir eigentlich als Oberseite sehen, ist die Seite 2. Das ist Seite 1, die hintere Seite. Der Lesekopf im Laufwerk sitzt unten drinne. So, das ist schon mal das erste Zeichen. Die Diskette hat einen Lesefehler. So, irgendwann wird sie auch auf der anderen Seite anfangen, Lesefehler zu machen und schon kann man sie nicht mehr benutzen. Dann kann man sie eigentlich nur noch mal formatieren und für was anderes benutzen. Ist zwar schade, denn so werden die Daten weg. So würde ich mir dann die Daten speichern können. Und das werde ich jetzt auch mal schnell mal machen. Dazu muss ich hier umbauen, weil ich kriege den MS-DOS-Bildschirm leider nicht bei mir hier auf das Video rein. Also kann ich nicht direkt aufnehmen, muss ich abfilmen. Tut mir leid. Ich habe leider keine passende Hardware, um so einen Bildschirminhalt direkt in den PC reinzukriegen. Der PC hat zwar einen S-Video-TV-Ausgang, aber der funktioniert unter DOS nicht. So, und unter DOS funktioniert auch kein USB und so weiter. Also ich werde das jetzt mal vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. So, ich habe jetzt hier schon mal hingestellt ein Laptop und ich habe hier ein Kabel liegen. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal ein Kabel dazu. Das sieht eine Seite ist halt so aus, 25 polig. Wenn der jetzt mal hier scharf stellen würde. Ne? Da hinten ist noch ein bisschen was dran, das zeige ich euch dann nachher im Anschluss hier dran. Ein 6-poligen Stecker. Das brauchen wir, dann ein PC. Ich habe in dem Sinne einen Laptop jetzt dafür genommen, das hier hinten ein Parallelport hat. Hier zwar der Videoausgang da, aber der funktioniert unter MS-DOS nicht. So,
Der hat jetzt auch nur Parallelanschluss. Der, es gibt ja auch noch welche, die haben noch Kommen und so weiter. Ich gehe dann noch mal näher drauf ein, wenn ich euch zeige, wie dieses Kabel zusammengebaut wird. Also wie, wonach ich das gebaut habe. Dann brauchen wir das Kettenlaufwerk. Ist klar, hier steht das ja schon. Das sieht von hinten so aus. Einmal Strom, einmal Interface und einmal Serial. Und Serial ist wichtig. Das steht jetzt auf 3,8. Das kann man auch bis 11 hochstellen. Ja, so, das brauchen wir dazu. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal auf dem PC, wie dieses Kabel, wonach ich das gebaut habe und was die Unterschiede sind, versuche ich mal zu erklären. Und gehe dann noch auf eine Sache drauf ein, weil ich gebe keine Garantie, dass es funktioniert. Das muss jeder selber sehen. Das werde ich dir euch aber gleich sagen. Also sehen wir uns gleich wieder. Jetzt muss ich leider den Teil neu machen, weil der Ton sehr mal, der sehr brummt. Das habe ich ja gerade eben mitgekriegt. Das Brummen kommt von dem Headset. Warum auch immer das ab und zu mal brummt. Keine Ahnung. Aber den Teil muss ich nochmal machen. Also, das Kabel, was ich hier meine, ist das X1541. Dann haben wir hier das erste, den ersten, oder das erste Teil, X1541 Kabel. Das ist das erste Kabel, was irgendwie mal existierte. Hier steht, es ist recht alt und funktioniert nur mit sehr alten PCs bis Pentium-Klasse. Soll heißen, eigentlich alle Boards, die kein Onboard-Parallelport haben, so 386, 486, 286er, die ganz alten Rechner, so bis 60, 80, 90 Megahertz, wo noch ein extra Controller drauf ist mit Parallel und Serial, da könnte das eventuell funktionieren, gebe ich keine Garantie zu. Dann der Parallelport sollte SPP oder PS2. Mit EPP und ECP funktioniert es halt nicht. Steht hier halt. Ist auch nicht empfohlen. Mein Laptop kann zwar das hier. Also das hier, ich markiere das mal. Das kann mein zwar, aber es funktioniert trotzdem nicht. Da habe ich dann schon gedacht, das funktioniert generell nicht. Dann gibt es aber noch das andere Kabel und das habe ich gebaut. Das ist das XE 1541. Da sind jetzt hier Dioden drin, vier Stück. Ich habe jetzt nicht die genommen, die hier angemarkert sind. Ich habe andere genommen, die von den Daten her ähnlich sind. Ich sage euch jetzt nicht, welche das sind, da müsst ihr selber suchen. Wenn ich dann wieder sage, ich habe die und die genommen, ja, yeah, die habe ich nicht, welche kann ich noch nehmen? Nein, das mache ich nicht. Entweder ihr nehmt die hier oder ihr sucht euch das Datenblatt zu der raus und guckt, ob ihr eine andere Diode da habt, die ähnliche Daten hat. So, ganz einfach. Mehr sage ich nicht dazu. Ich gebe hier nicht Vorschläge, welche Diode noch gehen sollte. Ich google doch nicht für euch die ganzen Sachen durch. Das mache ich nicht. So, aber jetzt noch mal hier. Das Kabel funktioniert bei mir. Es sollte eigentlich mit den meisten neueren Parallelports funktionieren. Garantie kann ich aber auch keine geben. Mein PC hier mit dem i5 Prozessor hat zwar onboard irgendwie parallel einen Anschluss, aber nicht nach außen geführt, wo ich einen Stecker reinstecken könnte. Also nicht den großen. Da habe ich dann halt den Laptop genommen, weil den habe ich und da kann ich auch DOS drauf laufen lassen. Es geht wohl auch DOSBox oder irgendwie andere Sachen, die direkt Zugriff haben auf den Parallelport. Dann noch eine weitere Möglichkeit, das ist, sieht aus wie das gleiche Kabel, wie ich jetzt habe, das XE, aber das ist das XM. Hier sind die Datenleitungen nicht getauscht. Daten und Reset. Hier ist sie getauscht, hier nicht. Habe mich erst nämlich verguckt, habe erst gedacht, das wäre das Kabel, ne, ist es nicht. Dann gibt es noch eins mit Transistor. Ob man den kriegt, weiß ich nicht. Ob man andere nehmen kann, weiß ich nicht. Dann gibt es noch einen mit MOSFETs. Ob man die noch kriegt, weiß ich auch nicht. Ob man andere nehmen kann, wahrscheinlich. Dann USB. Es gibt ja
Auch Rechner, die haben gar keinen keinen Parallelport. Da gibt es ja halt dann USB auf Parallel. Von solchen Adaptern halte ich selber persönlich halte davon überhaupt nichts. Ich habe nur Probleme mit diesen Adaptern. Egal was es ist, ob es nur diese Sachen wären oder irgendwas Neueres oder irgendwas, was eben noch einen Parallelport braucht, was eigentlich mit sämtlichen Parallelports klarkommen würde. Mit diesen Adaptern ständig nur Probleme gehabt, auch mit diesen seriellen Adaptern auch nur Probleme, mal klappt es nicht. Ich mag lieber diese richtigen, echten Hardware-Ports, sprich, so wie bei meinem PC, wenn ich jetzt so ein Kabel finde, was ich da ranstecken kann, dass ich das hier auf dem großen Stecker habe, den Sub-D-Stecker 25 Volt, oder Buchse besser gesagt, dann mache ich das oder ich nehme halt einen älteren Laptop oder einen älteren PC, der irgendwie sowas hat, aber niemals mit USB. USB auf irgendwas, weiß ich nicht, scheint wohl auch zu funktionieren. Müsst ihr dann selber ausprobieren. Ich kann es nicht sagen, ob es funktioniert. Ich kann es auch nicht testen. Ich habe so einen Adapter nicht. Dann gibt es noch parallele Kabel. Da müsst ihr euch dann mal richtig reinlesen, weil höhere Transfergeschwindigkeit, bla bla. Ich weiß nicht, wie schnell das Ding dann noch wird. Aber bei diesen Kabeln, das ist dann schon intern im Floppy-Laufwerk reingelötet. Manche haben es vielleicht schon drinne von Haus aus. Es gibt ja nicht nur das 1541 Laufwerk, es gibt ja auch noch das 1571 und so weiter und so weiter. Die haben eventuell schon einen Parallelanschluss mit dran. Das ist dann so ein ganz komischer Anschluss da dran. Oder sowas. Oder gehen auf den Userport am C64. Das wäre dann ein paralleler Anschluss irgendwie. Man kann das auch nachrüsten. Man müsste aber im Laufwerk löten an ICs, die. Ja, das sind diese Custom-Chips von Commodore. Ob es die noch gibt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es die noch. Wahrscheinlich kann man sie auch noch irgendwo kriegen, aber der Aufwand wäre mir zu hoch. Wenn ich mir so ein Laufwerk abschieße, dass ich mir dann wieder auf lange Sicht gesehen ein IC besorgen muss, irgendwo her, wo ich nicht weiß, ob es ein Original ist oder irgendein China-Klon, der dann noch nicht funktioniert, oder ob das ein Chip ist, der irgendwo schon mal im Einsatz war und vielleicht doch auch wieder defekt ist, oder ob der so geliefert wird, dass er nicht kaputt gehen kann, und das wäre mir alles zu viel Risiko. Sofern ich jetzt weiß, das funktioniert bei mir, mache ich nicht solche Umbauten an meinem Laufwerk, auch nicht am Commodore. Außer es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll und hat nicht so viel Risiko, was zu zerstören. Dann vielleicht, aber im Moment, nein, es geht ja so, wie ich es gemacht habe, jetzt auch. Mit dem Kabel. Warum sollte ich jetzt ein anderes machen? Muss ich nicht. Wie ich schon sagte in dem Video, oder vielleicht noch sagen werde, ich weiß es jetzt nicht, an welcher Stelle das ist, das mache ich ja jetzt hier nochmal nachträglich, wegen dem Ton. Am Amiga geht das auch. Da brauchen wir noch ein anderes Kabel. Das ist noch ein bisschen anders gelötet. Das ist aber saumäßig langsam, aber wohl angeblich das kompatibelste. Das geht wohl eigentlich dann alles irgendwie. Und eben Zeiten gelesen von 15 Minuten pro Diskette oder pro Diskettenseite. Lesen oder schreiben, das ist doch schon ganz schön lange. Mann, was ist denn das? Ja, gut, aber das wäre das Kabel, wie meins jetzt gelötet ist, wie ich es gezeigt habe oder zeigen werde. Damit funktioniert es. Und ja, dann jetzt eben den Teil hier nach, wo ich dann noch zeige, wie eben das liest, schreibt, hast du nicht gesehen. Bis gleich. So, nun sind wir da. Ich hoffe, man kann es dann sehen. Ich versuche es euch zu zeigen. So, dann brauche ich erstmal den Star Commander. Ich habe mir das hier schon alles so eingerichtet. Der geht jetzt auch schon auf die Diskette. Irgendwie tut mir das ganze Bügelding weh.
Headset. Okay, Moment. So, hast schon die Diskette geladen. Dann unter Konfiguration, jetzt fängt der Lüfter an. Habe ich bei mir Transfermode Warp. Warum auch immer, ich muss Warp haben. Ich versuche es euch mal ein bisschen dichter zu zeigen. Transferoption ist unter Warp, Serialkabel ist XE1541. Parallelkabel habe ich nicht. Async Transfer habe ich always drinne. Delay 1, LPT1 ist Serial Interface, Disk Drive ist auch klar und so weiter und so weiter. Das hier unten habe ich weggenommen, warum auch immer, da macht er mir Probleme. So, und die Seite da drauf, auch Warp Movement Speed vom Kopf habe ich auf 18, der steht sonst auf 32 oder 35. Hier unten die Interleaves oder wie das heißt, habe ich ein bisschen runtergesetzt. Warum auch immer, so funktioniert das zumindest. So, dann kann ich erstmal wieder rausgehen. Beim Starten geht er schon auf das Diskettenlaufwerk. Ich zeige das mal hier. Auf dieser Seite. Da steht jetzt Disklader. Moment. Mal gucken. So. Das ist jetzt diese... Ich zeige sie nochmal schnell. Ich kann sie ja zeigen. Die hier. Und die möchte ich mir jetzt als Image speichern. Dazu brauche ich jetzt eigentlich nur Alt-F5 drücken. Den Namen da oben eingeben. Hier steht schon Copy the Disk Drive to 8. Copy the Disk Drive in Drive 8 to C Doppelpunkt. Und dann Sonderheft gebe ich mal ein. Dann mache ich die Save BAM Disk Copy. Warum auch immer. Aber so funktioniert das bei mir zumindest. Und Copy. Und dann kopiert er sie mir als Disk Image, wenn er jetzt nicht gerade wieder abkackt. Das habe ich nämlich schon gehabt, dass er es gemacht hat. Ich hoffe, das geht jetzt so. Das kneift schön bei mir hier am Ohr. Ich hoffe, das klappt so mit dem Ton. Dreh das mal ein bisschen nach oben, dann hört ihr das vielleicht ein bisschen besser. So, das dauert natürlich eine ganze Weile, das ist schon ziemlich schnell. Am Amiga geht das ja auch. Allerdings habe ich da schon gesehen oder gelesen, da sollen dann Zeiten bis zu 15 Minuten kommen. Hier sagt er jetzt schon ein Error. Ich mache mal einen Retry. Und noch einen. Ich versuch's mal. Ich nehme sie auch noch mal kurz. Dann skippe ich einmal den. Dann geht vielleicht eine Sache nicht auf der Diskette. Oder wir haben Glück und es geht doch noch alles. Dass vielleicht auf dem Sektor gerade nichts Wichtiges draufsteht. So, und dann kommt gleich Track 35. Weiß ich nicht, Display mal. Track 34, Sektor 10. Track 21, Sektor 9.
Ich mach mal yes. So, aber er hat ja hier Sonder-E oder Sonder-E D64 gemacht. Gut, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Diskette hat schon halt einen Schaden. Gut, der kam jetzt so im Testen letztens nicht raus. Ich habe sie ja mal getestet. Jetzt nehme ich noch mal die Diskette, die Demo. Und dann versuchen wir die noch mal. Da machen wir dann hier erstmal das Drive 8 aktualisieren. So, da steht dann Frosch, Musik und so weiter. Das ist diese Demo-Diskette, wo ich schon den Frosch an hatte. So, dann kopieren wir uns das wieder nach Demo, mache ich mal. Mache ich dann auch. Ja, müsst ihr dann selber mal durchprobieren. Da fängt ja schon bei Track 7 an. Ui, das ist aber gar nicht komisch. Ich weiß nicht, ob man noch Track 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch nimmt. Ich weiß nicht, warum man hier bei Track 7 angefangen hat. Demo, die ist aber in voller Länge da. Okay, ich will mal was kurz gucken. Nee. Nee, das ist auch nicht. Quick wie. So, das ist, jetzt hat er das hier schon aufgemacht, die Seite. Ich kann nämlich das Disk Image nämlich auch schon mal reingucken. Das scheint aber nicht zu passen. 202 frei und hier 189 frei. Da passt doch was nicht. Dann machen wir das nochmal. Full Disk Demo Copy, ja, Overwrite. So, machen wir das nochmal. Ich beschleunige das jetzt hier einfach mal. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt hat er die Demo geschrieben. Jetzt gehen wir da mal rein. Oder hat er eine neue neues File angelegt? Nee. Sonderheft ist okay. Aber das Demo. Das ist ja komisch. 202 frei und 189 frei. Sollte aber so funktionieren. So, die andere Richtung geht natürlich auch. So. Das habe ich ja gesagt, wollte ich mit der anderen Diskette hier machen.
Mit der hier. Das ist jetzt meine Schreibdiskette. Machen wir erstmal ein Drive-Update. Dann werdet ihr gleich sehen, was ich da versucht habe, und zwar Geos. Scheint aber ein Kopierschutz zu haben, weil er lädt zwar kurz die Diskette an, aber da macht er ein Reset und dann ist es vorbei. Das Original macht es nicht, nur die Kopie. So, auf die Diskette will ich ja das Sonderheft haben. Dann gehe ich hier hin, markiere das hier, bin jetzt auf Laufwerk C, Alt F5, da steht Kopie Sonderheft 28. Format. Und ich mache noch mal wieder dieses Save beim Kopie. Und dann fängt er an, die Diskette zu formatieren. Das geht jetzt relativ schnell, warum auch immer, das hat er vorher nicht gemacht. Und jetzt schreibt er das Image wieder zurück auf die Diskette. Dauert natürlich genauso lange wie das Lesen. Am besten ist, man formatiert die Disketten direkt am C64 oder man nimmt direkt unformatierte neue Disketten. Wenn man jetzt natürlich sie nur liest, braucht man da ja nichts machen. Und wenn man kein C64 hat, braucht man sie ja auch nicht zurückschreiben. Aber wenn man sie zurückschreiben tut auf Diskette, dann sollte man vorher am C64 formatieren, dass ein ordentliches Format da stattfindet. Ich weiß nicht, wie das hier, das Programm, das formatiert. Und kann dann so ohne Formatieren anzuklicken, auch das wieder zurückschreiben. So. Jetzt hat er hier Disklader, Rock'n'Roll Fahnder und so weiter und so weiter. Ist jetzt hier auch wieder drauf. Ich gucke noch mal in das Dings rein. Das passt auch soweit. Ist eigentlich noch mehr da hinten dran, aber irgendwie. Ach doch, da kann ich. Und da kann ich mir auch den Inhalt der Diskette anschauen. So, das hat er jetzt gemacht. Mache ich jetzt weg. Ja, ist eine unregistrierte Version. Ich habe jetzt die Image auf den Festplatte, auf der Festplatte hier drauf, von den Disketten. Nun muss ich die ja irgendwie auf dem PC kriegen bei mir. Und das geht bei mir, wenn ich hier die Festplatte ausbaue aus dem Laptop und per USB-Adapter anschließe. Das mache ich jetzt gleich und dann sehen wir uns auf dem PC wieder mit dem Emulator. Bis gleich. So, jetzt sind wir am PC. Ich starte mal den Emulator. Wo ist er denn jetzt? Emu 64 nehme ich dazu. Das war jetzt irgendwie was, was nicht runterfallen sollte. Dann gucke ich noch mal kurz in den Einstellungen. Ich habe das gehabt. Floppy ist drinne. So, Datei, Floppy laden. Hier sagt er mir schon MS-DOS, das ist die, wo ich gerade war. Hier ist die Demo. Die Demo und die Sonderheft. Jetzt mache ich mal die Demo an. Und das meinte ich. Er fängt nämlich gleich an, hier diesen Befehl zu machen, wenn ich eine Diskette hier lade, ein Image. Ich kann kein Spiel damit spielen. Das mag ich bei Emulatoren sowieso nicht, dass man da so viele Probleme hat, auch mit der Steuerung. Mach mal so. Da ist jetzt mit Ton, das ist jetzt wirklich von der Diskette. Und jetzt noch mal die Sonderheft. Machen wir gleich mal so, gleich mal hinten ran.
hoffe, der Lesefehler hat da jetzt nicht zu viel Probleme gemacht. So, das hat er jetzt auch gemacht. Und ich habe die Sachen jetzt auf dem PC und habe mein Image in dem Sinne erstellt von der Diskette. Sofern sie jetzt keine großartigen Lesefehler hat, kriegt man eigentlich alles. Wie es mit Originaldisketten und Kopierschutz aussieht, ich weiß es nicht, wie man den umgeht. Ich werde auch keine Anleitung dazu machen. Ich werde versuchen, das irgendwie zu umgehen, weil ich habe da wirklich auf diesen Disketten, auf der Geos und hast du nicht gesehen, auch Sachen drauf, die möchte ich gern behalten. Also möchte ich mir auch die Disketten, bevor sie wirklich den Tod sterben, ja auch irgendwie speichern. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt hier, jetzt nur als Beispiel, ein Spiel spiele, Zack McCracken zum Beispiel oder Maniac Mansion, sagt das Spiel, bitte Seite 2 einlegen oder Disk 2 oder sonst wie. Wenn ich das jetzt mache, sagt er bitte Disk wenden. Jetzt nehme ich mal als Demo, also als zum Ausprobieren mal die Demo. Dann macht er nämlich das wieder so. Und das ist blöd. So, das meine ich damit, das mag ich bei Emulatoren überhaupt nicht. Jetzt muss ich wieder einen Emulator finden, wo das funktioniert und auch mir mit wieder die Einstellung machen kann und wie weiß ich nicht. Ich weiß, ihr werdet mir jetzt bestimmt wieder irgendwelche Vorschläge reinmachen, welchen Emulator, bla bla bla. Ich möchte aber gar keinen Emulator verwenden. In dem Sinne, ich habe den Original, ich möchte mir einfach nur die Disketten speichern, damit ich die noch habe, zumindest die Images davon, wenn die mal wirklich defekt sind. Vielleicht lassen sie sich dann nochmal formatieren und das Image wieder draufschreiben und dann geht das wieder, dass sie dann einfach nur ihre Magnetisierung mit dem Laufe der Jahre verloren hat, also die Daten immer schwächer werden da drauf und er die irgendwann nicht mehr lesen kann. Dann kann ich das eben mit neu drüber schreiben wieder reaktivieren. Kann man denn so sagen. So, in dem Sinne, Disketten, neue Disketten werde ich wahrscheinlich nicht mehr bekommen oder wenn ich welche bekomme, dann weiß ich nicht, wie gut die sind. Die werden ja in dem Sinne nicht mehr hergestellt. Ich weiß nicht, ob noch für die Industrie, ob die noch damit irgendwie arbeitet in speziellen Bereichen. Vielleicht gibt es da noch irgendwo was zu kriegen. Ich weiß es nicht. Aber das funktioniert. Ich mache jetzt noch mal schnell den C64 ran und dann zeige ich noch mal die eine Diskette, wo ich ja das Sonderheft auf die eine rübergespielt habe, dass das auch wirklich funktioniert hat. Das zeige ich euch gleich noch mal und dann ist das Video auch zu Ende. Also bis gleich. So, jetzt wollte ich euch mal zeigen hier, Diskette, diese, wo ich ja gesagt habe, ich habe das da ja drauf geschrieben, dass ich euch das auch wirklich zeigen kann, dass das auch wirklich funktioniert. Das Sonderheft, jetzt mache ich mal hier, ne, das war die falsche Taste, das war da auch der falsche. So, 0,8,1. Fängt nämlich dann an zu laufen. Ja, wie gesehen, vorher stand da Geos drinne. Jetzt ist es ja das Sonderheft. Und ran. So, das ist ja jetzt das Sonderheft. Seht ihr ja, dass das auch das Laufwerk ist. Dass das nicht getrickst ist. Dass das auch wirklich die Diskette ist, wo ich vorhin das Image wieder drauf gespielt habe. Also es funktioniert in beide Richtungen. Image ziehen und Image wieder drauf. So habe ich es jetzt kopiert. Man kann es natürlich auch mit einem C64 kopieren. Geht deutlich langsamer. Ist aber, glaube ich, die sicherste Methode.
als das mit dem PC da zu machen. Ich weiß ja nicht, was der PC da für Quatsch macht, vielleicht. Ich würde wirklich empfehlen, wenn man sich so eine Images dann zieht von seinen Disketten, wirklich im Emulator zu packen und gucken, funktionieren sie auch. Weil es kann ja auch sein, dass das Kabel einen Knacks weg hat und dann sind die Daten da Mischmasch drauf in dem Image und man denkt, man hat es und dann funktioniert es nicht. Das würde ich dann wirklich noch empfehlen. So. Aber ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen, dass es funktioniert, dass es auch recht schnell geht in dem Sinne. Also in der Konfiguration, wie ich das jetzt hier habe mit dem Laptop, funktioniert das hier, aber auch nur auf diese Methode, in dieser schnellen Methode. Ich weiß nicht, wenn ich dabei Drive Options und Transfer Options noch irgendwas anderes einstellen kann, ob da einer fit drin ist. Ich kann es mir mal notieren und mal austesten. Wenn es nicht hinhaut, dann haut es nicht hin. Dann mache ich das wieder zurück, wie ich es jetzt habe. Ansonsten, wer es probiert und keinen Erfolg hat und das einfach mittendrin die Track-Anzeige nicht weitergeht und die Sektoranzeige auch stehen bleibt, wirklich mit den Einstellungen spielen. Ich habe hier wirklich ja, 1,5 Stunden gespielt und gemacht und getan, bis ich es endlich mal hingekriegt habe, dass er eine Diskette im Ganzen kopiert hat oder das Image gezogen hat und auch wieder zurückschreiben konnte. So, ich hoffe, ihr fandet es jetzt hilfreich und ein bisschen unterhaltsam, dass es vielleicht dem einen oder anderen hilft, zu sehen, wie es funktionieren kann. Es gibt vielleicht noch andere Wege. Ich habe bis jetzt kein Video dazu gefunden auf YouTube in Deutsch. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal eins. Die Seiten mit den Kabeln, die waren, glaube ich, übersetzt oder war schon direkt auf Deutsch, ich weiß es nicht. Müsst ihr mal gucken, müsst ihr selber schauen. Dann, also noch am Rande, ich werde für niemanden die Disketten hier irgendwie als Image machen. Das sage ich gleich, das mache ich nicht. Das müsst ihr dann selber machen. Ich mache es nicht für fremde Leute, vielleicht nur noch einen guten Bekannten. Aber ich werde nie eine Garantie geben können, dass es auch wirklich hundertprozentig klappt oder die Disketten hundertprozentig gelesen werden in meinen Laufwerken. Eigentlich sollte man sie immer mit den Laufwerken lesen, womit sie geschrieben wurden. Das ist eigentlich das Sicherste. Es kann ja sein, dass irgendeiner von euch dann meint, ja, deine Laufwerke sind scheiße. Vielleicht ist auch dein Laufwerk dann im Arsch, dass das irgendwie falsch schreibt und mein Laufwerk das gar nicht mehr lesen kann. Man weiß es nicht. Das ist immer eigentlich das Laufwerk nehmen, womit man sie geschrieben hat. Ist immer ja das Sicherste. So, das sollte es bis hierhin gewesen sein. Den kann ich ausmachen. Und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.